Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland setzt voraus, dass für die Spiele in Hamburg auch das Millerntor natürlich zur Trainingsfläche benutzt werden muss und auch soll und auch darf. Ich bin sehr dankbar, dass das Organisationskomitee des DFB für die EM 2024 unsere Bedenken angehört hat, dass es eben mit ein paar Nationen unter Umständen politisch zu Themen, auch was die Bilder und was mögliche Proteste angehen könnte. Und insofern bin ich denen auch sehr dankbar, dem Organisationskomitee um Philipp Lahm, dass sie uns gehört haben und auch dafür eingesetzt haben, dass sich eine dementsprechende Vereinbarung auch miteinander getroffen worden ist, dass wir sagen können, hier würden wir Bedenken gerne anmelden. Das ist für uns eine Schwierigkeit. Und das wird natürlich groß als Vetorecht hochgejazzt. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man beim FC St. Pauli seinen Kopf nicht an der Stadionkasse abgibt. Politik gehört für uns ins Stadion und ist auch ein Thema unserer Mitgliedschaft. Und insofern haben wir dieses Anliegen vertreten. Das ist auch relevant. Und ich bin sehr dankbar, dass das gehört worden ist und hoffe und denke, dass das vielleicht auch in anderen Stadien mal überdacht wird, das nicht auch zu tun.